So, heute ist niemand dran. Morgen wird es schneien von mir aus. Sehr glücklich, da sollte man eigentlich angehen. Goldverschande besitzt 8 glänzende Dinge Wasser. Wer es findet, das behalten. Ja, das klingt gut. Hallo. Ich werde die Stadt besuchen. Ja, so wie immer. Hallo, Jimmy. So. Wo waren wir stehen geblieben? Das hat man. Die Gemüsepfanne hatte ich nicht. Grünkohl, Radieschen. Oh, ein Obstsalat! Grünkohl und Radieschen. Meine Obstsalate sind übrigens bestimmt besser. So, ich hack mal ein bisschen was hier rein. Oh, Radieschen haben wir doch garantiert da. Ein Grünkohl hatte ich doch auch irgendwo. Hier unten, glaube ich. Unser letzter Grünkohl. Das ist nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss dann wirklich mal schauen, was alles demnächst leer wird. So, Gemüsepfanne. Hat man. Radieschensalat. Blaubeere, Melone, Aprikose und Brombeere. Melone, eine Aprikose finde ich höchstens hier hinten. Ich habe keine Aprikosen? Wie kommt das denn? Ich habe keine Aprikosen. Was für ein Jammer. Ich meine, ich bin eh kein Fan von Aprikosen und ehrlich gesagt, ich hau sie nicht in den Obstsalat. Okay, dann halt die Brombeerpastete. Oh. Preiselbeer und Apfel. Oh, Bruschetta, das haben wir gelernt. Das müsste ich auch mal machen. Wieder Rotkohl. Straußenpfanne und Knoblauch. Und Apfel. Straußenpfanne, Knoblauch und Apfel. Haben wir alles da, gar kein Problem. Knoblauch weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ah ja. Also ohne Knoblauch mag ich nicht leben. Ich finde Knoblauch ist so unglaublich wichtig in der vegetarischen und veganen Küche. Deshalb. Da kann man einfach so viel. Mit Zwiebeln und Knoblauch kann man so gut Gerichte aufpeppen. Was steht da mal gerade? Straußenpfannenrisotto. Ein Mohnmuffin. Mohn und eine Venusmuschel. Venusmuschel sollte kein Problem sein. Mohn weiß ich jetzt auch nicht. Immer noch den da. I'm your Venus. I'm your fire. Hope desire. Ich muss dann wirklich mal auf Jagd gehen nach Sachen, die uns fehlen. Bei Venusmuschel, ich denke immer, dass die Frauen vor ihrem Geschlechtsmerkmalen haben. Ich weiß auch nicht. Okay, Hummer und eine Schnecke, die habe ich gerade auch nicht. Hummer? Das habe ich auch nicht, den Scheiß. Und das fehlt uns sogar noch. Fehlt noch ein Gericht. Okay, Hummer. Dann habe ich so ziemlich alles mal gekocht, fast. Ich muss das wirklich mal offscreen dann schauen. Ich habe keinen Hummer mehr, den habe ich, glaube ich, weggegeben. Ah, nee, ist Flusskrebs. Oh, ich habe eine Schnecke. Ich kann nicht damit noch was machen. Schade, schade. Schneckengericht, kann ich doch machen. Yay! Okay, hier fehlt uns ein bisschen Zeug. Aber nee, doch, die Strandschnecke fehlt uns. Keine Ahnung, was das ist.
Aber damit haben wir es. Damit haben wir so ziemlich alle Gerichte mal durch. Die ich zumindest gerade machen kann. Schneckengericht. Plus 2 Fischen. Ah, kühl und erfrischend. Artischockendip klingt auch sehr lecker, muss ich sagen. Ich schaue jetzt mal noch rein, was hier reinpasst. Da passt er rein. Okay, dann können wir uns ganz normal wieder unsere Arbeit widmen, würde ich sagen. Finde ich auch ganz schön. Ich würde mal sagen, dann könnten wir uns eigentlich langsam mal dran machen, wieder die Leute zu beschenken. Morgen hat Lea Geburtstag, aber die haben wir auch schon auf Maximum, da wäre es nicht ganz so schlimm, wenn wir es versauen. So viele Leute sind es auch gar nicht mehr, die uns noch fehlen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht mehr als 4 Sachen ernten kann. Ich meine, man kriegt nicht viel raus, aber ehrlich gesagt, es summiert sich halt. Die 111 Schleim sind auch über 500 wert. Also der Schleim ist, glaube ich, 5 wert pro Ding und wenn wir den alles verkaufen... Ah, ist das nicht schön, wenn man da weniger machen muss? Ah, jetzt wollte ich mal gucken, ob alles... Es ist alles nass, das ist gut. Das heißt, irgendwann brauche ich mich wirklich fast gar nicht mehr darum kümmern, weil es im Grunde ein Selbstläufer wird. Also das reicht noch bis Ende des Winters. Ja. Die verstecken die immer, das finde ich voll blöd. Ah, ich freue mich schon, wenn wir dieses Jahr auch Hühner haben, endlich. Wenn wir dann endlich fertig wären mit dem Stall. Ehrlich gesagt, möchte ich da glatt anfangen. Glatt rausgehen und den Stall weiterbauen, aber andererseits... Es ist ein bisschen zu kalt, um sowas jetzt zu machen. Und ehrlich gesagt, ich bin eigentlich auch... Ich weiß nicht, woran es diese Woche liegt. Ich bin mega müde. Ich habe eine Vermutung, woran es liegt, weil ich wieder zu lange aufnehme. Nachts ist immer das Problem, wenn meine Frau nicht da ist, dann... Ich glaube, wenn ich angefangen hätte zu Let's Playen, als ich noch Single-Leben gehabt hätte, ich glaube, das wäre übel ausgegangen. Es war auch so schon sehr schlimm für mich. Ich bin dann jemand, der fängt dann an... der macht und macht. Meistens nichts Produktives, aber wenn ich dann mal eine produktive Arbeit habe... Was glaubt ihr, wie ich an... wieso ich gelernt habe, Strände zu programmieren? Hä, wie kannst du da daneben schießen? Weil ich einfach sehr viel mit nichts zu tun hatte. Vor allem habe ich da noch in der Stadt gelebt. Und das hat es nochmal verstärkt. Ich finde, in der Stadt hat man viel, viel mehr Freizeit, wenn man richtig in der Großstadt lebt. Und warum? Weil man halt weniger draußen machen muss. Das ist jetzt kein Vorurteil, es ist einfach so. Ich habe jetzt beide Leben erlebt. Obwohl ich sagen muss, jetzt im Winter habe ich gerade auch relativ ruhige Kugel. Finde ich auch echt gut, dann kann ich mich solche Sachen ja machen. Ich muss auch mal die Reusen durchsehen wieder. Oh, ich glaube, ich hole mir den ganzen Käse von draußen. Die Reusen durchschauen wäre eigentlich auch mal wieder dran. Beziehungsweise ein paar woanders hinschicken. Der heißt nur noch Wein. Das ist ja kacke. Wieso heißt der bloß noch Wein? Was soll denn das? Der muss doch... Eigentlich muss das doch, gereifter Wein von Dingens sein. Ich habe im Internet nachgeschaut, es muss mehr bringen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss mir auch überlegen, was ich als nächstes aufnehme für ein Spiel. Oh, perfekt.
Ehrlich gesagt, ich habe jetzt wieder zwei Spiele durch und da habe ich jetzt zwei Slots demnächst frei. Also so in 1,5 Wochen jeweils, glaube ich. Und da muss ich mir auch überlegen, was mache ich jetzt als nächstes für ein Spiel? Ich habe schon ein paar überlegt, aber da habe ich wirklich immer Probleme mit den Spielen, die ich mir aussuche. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich so einen Kackrechner habe. Nein, du bist ein super Rechner. Bloß für moderne Spiele eigentlich nicht mehr so geeignet. Ich darf es nicht so laut sagen, sonst ist er eingeschnappt. Übrigens, ganz interessant, kaum sind wir verheiratet, kümmere ich mich gar nicht mehr um meine Frau. Aber ehrlich gesagt, es passiert leider manchmal. Okay. Sandy kann ich irgendwann später machen. Harvey, Abigail, Maru. Harvey habe ich ja Zeug dabei. Ansonsten Shane kriegt wieder ein Bier abends. Sandy muss ich wie gesagt später machen. Der Zwerg, Sam, Alex, Pierre. Sam habe ich immer noch nicht oben. Zwerg, Sam, Alex, Pierre. Sam kann ich einen Schokokuchen schenken und Pierre, Quatsch, nicht Pierre, sondern Dings, kriegt ein großes Ei. Ich gucke erstmal nach. Nach Zwerg und dann nach Sandy. Oder erst nach Sandy. Ich kann halt auch wieder nur begrenzt aufnehmen, leider. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile schon ein bisschen dran gewöhnt. Diese großen Aufnahmen finde ich per Du eigentlich besser. Weil, wenn man dann einmal schön im Spiel drin ist, dann läuft es normalerweise auch. Und ehrlich gesagt, diese ständigen kleinen Popelaufnahmen gehen dann auf Dauer halt doch ein bisschen gegen den Zeiger. Aber ja, manchmal geht es halt nicht anders. Vor allem, weil ich halt immer aufnehme, wenn ich gerade irgendwie ein bisschen Luft habe, muss ich aufnehmen, weil sonst komme ich vor allem bei zwei Spielen am Tag nicht durch. Wunderschön, vielen Dank. Hallo Herzchen. Ich bin so froh, dass Boss wieder fährt. Ja, ich auch. Ich bin fast pleite gegangen. Ja, aber jetzt bist du. Nee, gerade nicht. Ich kann mit dem Typen nicht reden. Ich habe jetzt sogar das Bild ein bisschen größer gemacht. Ich dachte, es liegt daran, aber ich muss mal im Internet gucken, woran das liegt. Darf man erst im dritten Jahr da rein vielleicht? Ui. Die Kokosnüsse werde ich dann auch in Massen verkaufen übrigens. Guck mal, ob es überhaupt noch eine weitere Errungenschaft gibt für andere, für alle Gerichte zubereiten. Ich kann es euch gar nicht sagen. So, als ich. So ein Widerspruch. Obwohl in der Wüste gibt es auch Schnee. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Maus? Die war außerhalb vom Bildschirm. So, schnell in die Mine. Den Zwerg werden wir auch bald haben. Ja. Hol dir das Zeug in der Nacht. Wenn die Leute ihr Zeug nicht abschließen, haben sie Pech gehabt. Ich wollte da nicht hin. Da wollte ich hin. Ich muss auch noch schauen, ob ich irgendwann die ganzen Sachen von, ihr wisst schon, was ich meine, fürs Museum bekomme. Ach, Qualitätssteine. Die kann ich ja George schenken, da freut er sich. Komischerweise hier, ich habe Qualitätssteine gefunden, das ist okay, aber wehe, ich schenke ihm Steine. Oh, die haben schon zu. Das ist natürlich Kacke. Abigail! Ja, wir haben sie auf Maximum. Lea, wie geht's dir? Ja, das finde ich auch ganz toll.
So, wer fehlt jetzt noch? Etliche. Harvey, Maru, Shane, Sam, Alex. Maru weiß ich, ob ich sie kriege. Alex könnte ich auch kriegen. Hätte was drin sein können. Aber Alex ist auch immer so, ich weiß auch nicht. Er ist auch nie da, wenn man ihn braucht. Oder war Montag dieser blöde Tag eigentlich, wo ich immer sage, da will ich nicht mehr? Okay, da schon mal Maru, die sich hier langsam totfriert. Sehr schön. Sam. Sam könnte hier sein. Wird aber garantiert nicht sein. Diesen Langdosh weiß ich schon, wo ich ihn finde. Das ist auch sehr gut. Wo ist Sam? Hi, Vincent. Papa ist nicht oft da. Ich vermisse es, mit ihm zu spielen. Er ist doch da. Ich weiß nicht, ob ich mich ewig dran gewöhnen könnte, zurück zu sein. Die friedliche Atmosphäre der Stadt fühlt sich an wie eine Maskwa. Dabei geht das aber von wirklich noch mehr so. Ja. Ich habe eigentlich nichts gegen ein Leben voller Frieden. Wir werden mal Shane hier finden. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Ist hier eigentlich noch verschlossen? Ah ja, er muss ja auf seine Hände aufpassen. Ich finde es immer noch gut, dass Shane es geschafft hat. Oh, das Bier? Die Bierdosen sind weg. Ich finde es gut, dass Shane es geschafft hat, aus seiner Alkoholsucht rauszukommen. Schafft aber nur, wenn ihr Freunde mit ihm werdet. Sonst schafft das natürlich nicht. Muss Sam nicht irgendwann mal wieder nach Hause? Oh, wo ist der denn hergekommen? Das freut mich. So, wer fehlt jetzt noch? Harvey und Shane. Und Alex. Harvey, Shane und Alex. Drei Stück. Wenn wir die noch haben, dann haben wir den Tag gut genutzt. Da ist Maru. Da ist Alex. Fehlt nur noch Harvey und Shane. Nein. Hättest du zur falschen gekriegt, wäre es schon wohl gut ausgegangen. So. Harvey. Und Shane ist auch da. Der jetzt auch auf Kaffee umgestiegen ist. Nö. Ja, wir haben Harvey gemaxt. Kürbissuppe. Warum kaufe ich Kaffee? Ich bin so blöd. Bier. Ich hätte gern Kaffee. Also ein Bier. Kaffee. Also ein Bier. Kaffee. Bier. Entschuldige mich, dass wir unterwegs das erstmal getroffen haben. Ich brauche es auch, wenn ich für weitere kalte Nacht im Ozean bereit bin. Oh, okay. Ich schau mal ganz kurz auf mein schlaues Handy, wo ich aufgeschrieben habe, was ich noch alles mache. Schnürsenkel extra lang. Nein. Ach ja, die Reusen. Die guten Reusen wollte ich ja neu bestücken. Eigentlich wäre es doch nur logisch, wenn ich in diesen Dingern auch mal Köder. Was? Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, wieso ist da nichts drin? So, nehmen wir mal alle mit und gehen mal damit einfach mal an den Ozean. Ich kann die zwar heute alle nicht unbedingt bestücken, aber was soll's. Hauptsache, ich kann die Nacht meine Frau beglücken. Nein. Oh, eine Nautilus. Eine Nautilus.
So, ach ja, die waren stackbar. Das vergaß ich. Okay, geht auch. Da unten kann man gut angeln, da komme ich auch, glaube ich, nicht hin. Das ist schön, dass ich da angeln kann. Okay, im Fluss möchte ich gerne noch angeln. Da werde ich übrigens die Krabben finden. Im Winter hier im Fluss. Ich werde hinten im Bergseefluss angeln. Da hat man Chance, diesen einen Fisch noch zu fangen, den ich für Willi fangen muss. Ist einfach nur ein Flussfisch im Winter. Und ehrlich gesagt, in der Wüste würde ich gerne auch noch einen bestimmten Fisch fangen. Oh, es ging ja schnell. Ich dachte mir nur, wenn ich ihn schon mal mitnehmen kann, dass es ein leichter Fisch ist, warum nicht? Merkwürdige Puppe. Hat mir die noch nicht? Ich könnte schwören, die habe ich schon mal abgegeben. Weil da ein Fragezeichen war. Was ist denn heute los? Geoda, ich habe zu viel Zeug im Inventar. Kriege ich nur Hechte oder was? Längdorsche sollten in den Flüssen sein, hieß es. Ne, ist eine Prasse. Ich glaube, ich muss das morgen machen. Ich habe zu viel Zeug im Inventar. Barsch. Brauche ich nicht zwangsläufig. Sammelt mehr Eggs, hits the road. Habe ich erstens schon abgegeben und zweitens ist es noch 25 wert. Längdosch? Noch eine Prasse. Machen Sie mal lieber so, damit ich sehe, wenn es voll ist. Also ein Längdosch soll es hier im Fluss geben. Die Frage ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Wäre natürlich immer nicht schlecht, wenn sie da zuschreiben würden, wo ich den kriege. Oh, Moment. Na, jetzt habe ich schon. Ich glaube, den hatte ich schon mal, den Längdosch. Das hätte schief gehen können. Wir gehen ins Bett und machen es morgen. Diesmal muss ich ja eigentlich keine... nächsten Tag muss ich ja keine Rezepte mehr machen. Ah, die Sache mit dem Längdosch, das kriegen wir hin. Bin ich ganz guter Dinge. So, fangen wir doch erstmal mit der Saat an, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn schon wieder, aber ja. Merkwürdige Puppe. Übrigens sehr schön für meine Familie, wenn hier plötzlich irgendwelche Monster ankommen, oder? Was mache ich da? Allerdings sind die auch sehr, sehr dämlich, diese Monster. Schlau ist aus meiner Sicht anders. Ich muss hier auf jeden Fall... Ich muss morgen mal zum Dings, denn es wird zu viel. Ist hier noch keine Prasse drin? Das wundert mich.
Schnecke, Strandschnecke, Nautilus. Nautilus haben wir da. Pluskrebs ist hier unten drin. So. Für dich haben wir auch noch was. So, was gibt's umsonst? Wie gesagt, morgen müssen wir echt mal unbedingt zum Günther. Damit er unsere ganzen Sachen für sich einheimst. Ich gehe einfach ins Bett. Der Tag ist gelaufen. Das Gute ist, wir haben jetzt wieder ein weniger, den wir beliefern müssen. Sorry, dass es jetzt gerade nicht passt. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich nichts abgegeben heute. Ich war nicht bei den Hühnern, oder? War ich bei den Tieren? Ach doch, ich glaube, ich war schon bei den Tieren. Ich habe bloß gar nichts abgegeben diesmal. Also wie gesagt, das lohnt sich aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Aber dann sehen wir mal, der Ahornriegel bringt echt viel. Muss ich mal gucken, was der so braucht. Der Ahornriegel könnte sich auszahlen, wenn der nur die...